meine treuen Gefährten des Couch Gaming. Wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind hier im Drunken Huntsman und wir laufen natürlich wieder mal. Ich hasse das. So, wir sprechen jetzt erstmal hier mit Elrendir. Ich kann den Namen... Ich kann mir den Namen nicht merken. Schrecklich, naja. Ah, Kinsman. How my heart soars to look upon a brother Bosmer. Bows and arrows for the mighty Huntsman. Ja, du warst richtig schön, Lipsync. Zu deinem Gesprochenen. Ah, gut. Nehmen wir uns 10 Eisenpfeile erstmal. Das wollten wir nämlich. Thank you very much for your business. Ja. Und, oh, nö. So, und hier seht ihr schon mal den Mesh Replacer zu einer, ja, doch ziemlich mächtigen Waffe. Damit die Waffe auch noch mächtiger aussieht. Das ist auch der einzige Mesh Replacer, den ich hier in diesem Spiel drin habe. So, wir müssen jetzt erstmal was essen. Ich denke mal, da machen wir das auch noch einmal kurz. Einmal schnell was gegessen und was getrunken und dann geht die Reise auch weiter. Wir wollen einen Elch erlegen oder zumindest einen Hirsch oder sonst so irgendwie sowas. Und ihr merkt es auch schon, wir laufen hier schon straight hinein in die Walachei. Ganz einfach, weil wir uns schon hier so gut auskennen. Und hier irgendwo müsste es doch irgendwie Wild geben. Da vorne ist doch was. Da vorne sehen wir doch schon irgendwie sowas. Ach, nein, unser Schwert brauchen wir doch gar nicht. So. Na, wenn du mal stehen bleibst, dann tust du uns damit einen riesigen Gefallen. Sehr schön. Kriegen wir ihn? Oh, wir haben ihn erwischt. Okay, liebe Freunde, wir machen jetzt hier einen Quick Save, weil genau das habe ich jetzt schon seit gut 5 Versuchen versucht. Muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Und immer ist es irgendwie schief gegangen. Wir sind entweder sind uns die immer weggerannt und dann liefen wir hier herum für was weiß ich wie lange und haben einfach nichts erlegt bekommen. Oder wir haben es genauso geschafft wie eben gerade und dann kamen Banditen an oder Wölfe oder sonst irgendwas und haben uns umgebracht. Ja, so einfach kann es gehen. Ach ja, und dann ist das natürlich auch so, dass wir da quasi eine ganze Folge lang dran gesetzt haben und wir haben absolut nichts erreicht. Und ja, das finde ich dann auch nicht so dolle, wenn wir sowas dann ins Let's Play nehmen. Weil wir wollen wenigstens ein kleines bisschen was erreichen. So, und das haben wir jetzt hier auch mehr als genug gemacht. Hat nicht mal 4 Minuten gedauert. Sehr schön. Dann laufen wir mal hier zurück. Ehrlich, liebe Freunde, ich freue mich wirklich jetzt. Ich freue mich. Ich freue mich wie so ein kleines Kind an Weihnachten. So, wir gehen jetzt hier an den Tanning Rack. Und da werden wir nämlich keinen Furplate aus diesen Dingern machen, sondern ein Kind Pelt. Warum machen wir das? Das werdet ihr gleich sehen. Erstmal wird's dunkel. Aber das muss uns auch eigentlich gar nicht so extrem stören. So, die essen wir einmal kurz. Ich glaube,
dass es jetzt eigentlich ziemlich gut wäre, wenn wir hier... Tja, ich weiß nicht, irgendwie ins Inn gehen oder so? Oh Mann, Türansturm oder wie? Ah. Die Leute können sich nicht entscheiden. Jo, was ist denn hier los? So. Hm? Na, was ist, Soldier? Bist du so müde, dass du hier schon herumtaumelst? Ich weiß gar nicht, warum er das immer macht, aber passiert ab und zu. So, jetzt gehen wir hier mal rein und take a seat and get the cold out. Holen uns hier ordentliche Vorräte. I enjoy this work well in drink for the thirsty, food for the hungry. Wir verkaufen erstmal unser frisch gepflücktes Venison. Und ja, die hier sind doch ganz gut. Nehmen wir gleich 3 Stück von mit. Und so ein Hawkerloaf ganz einfach, weil wenn wir morgens aufwachen, haben wir Hunger. Dazu. Was guckt Hulda uns eigentlich jetzt gerade so komisch an? Das. Naja. Need anything else? Just let me know. Stimmt, ja, das Bett. Das What Bett. Can I get you? Wir brauchen noch ein Bett. Entschuldigung. Sure thing. It's yours for a day. In Ordnung. I'll show you to your room, right this way. Ja, das ist doch was Schönes. Was ist denn jetzt schon wieder hier mit dem Depth of Field Effekt los? Das. Ach, Kinder, das regt mich doch. Let me know if there's anything else you need. Das ist doch. Kinderkacke ist das hier mit den Effekten. So. Dann können wir jetzt endlich mal in Ruhe schlafen und. Dann will ich euch auch nicht länger hier auf die Folter spannen, was wir denn hier jetzt machen wollen mit dem ganzen Zeug. So. Jetzt essen wir erstmal das hier und trinken ein bisschen von dem hier. So. So, und dann werden wir mal wieder zur Schmiede gehen. An diesem schönen Tag. Und was wir da machen, das werdet ihr gleich sehen. Also, wenn wir im Third Person sind, dann werdet ihr das schon sehen. So. Gehen wir mal ran hier. Und dann. Irgendwo hier war das doch. Irgendwo. Achso, das war gar nicht hier drin in dem Menü. Ich glaube, das war hier in dem, ne? Ja, hier war's. Da ist es nämlich. So. Ah, endlich. Endlich, liebe Freunde, das Drama ist vorbei. Jetzt haben wir nämlich sowas Schickes hier. Damit sehen wir nicht nur edel aus, nein, wir sind auch noch ein bisschen besser geschützt, liebe Freunde. Und ich würde mal sagen, diesen Travel Cloak hier, den werden wir doch mal hier gucken, ob wir den verkaufen können, bei Adrian zum Beispiel. Got some good pieces out here, if you're looking to buy. More inside. Ja, okay, vielleicht. Was habt ihr zu verkaufen? Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. In Ordnung. So, schauen wir doch mal nach, ob wir den hier... Nee? Ach, das ist ein bisschen schade, aber wir können hier zum
zumindest die Dinger hier verkaufen. Die, die wir nicht mehr brauchen. So. Und dann? Don't forget to check inside the shop if you need anything. Ja. Das können wir ja auch nochmal irgendwann machen. Aber liebe Freunde, ich freue mich jetzt richtig, dass wir diesen Umhang hier haben, diesen Mantel. Herrlich. Da müsste ich doch direkt einmal nachgucken. Wie sieht denn jetzt gerade unser Status aus? Das braucht immer so ein bisschen, bis er den geladen hat. Ich weiß auch nicht, wieso. So. Ja. 12%, das ist doch was Herrliches. Rang. Schlammkrabbe. Okay. Okay, hier sind nochmal so ein bisschen Beschreibungen und Tipps. Müssen wir uns eigentlich gar nicht mal ansehen. Weil, ja. So extrem hier in die nördlichen und kalten Gefilde begeben wir uns jetzt noch nicht. Es wird aber wahrscheinlich schon bald passieren. Gut, aber ich werde hier keine Versprechen machen, die ich nie einhalten werde. Oder könnte. Jedenfalls werde ich das, soweit es geht, versuchen. Ach, und ich würde mal sagen, wir müssen irgendwie diese Travel Cloak hier verkaufen. Denn, was sollen wir mit der? Na, wir haben doch jetzt eine viel bessere. Und wir ziehen einmal noch die Dinger hier an und dann haben wir das. So. Ach, liebe Freunde, ist das herrlich. Jetzt haben wir das endlich. So. Gut. Das sieht auch noch alles ganz gut aus. Dann werden wir uns mal hier wieder auf den Weg machen. Oder? Ja. Ist das herrlich, liebe Freunde, hier diese Aussicht. Dahin ist der Wachturm. Da haben wir auch gegen den Drachen gekämpft. Ah, ja. Das war ein anstrengender Kampf, liebe Freunde. Und ob wir jetzt nach Riverwood gehen, ich bin mir da nicht wirklich sicher. Ich habe mich noch nicht wirklich entschieden. Oder ob wir hier einfach in Whiterun warten, bis Balthor mit seinem Laden geöffnet hat. Und dass wir dann da die Travel Cloak verkaufen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, liebe Freunde. Wir können ja mal hier so ein bisschen herumlaufen, mal gucken, was wir so finden. An, jo, vielleicht Leuten, mit denen wir reden können oder sonst irgendwas. Wir können uns hier ja so ein bisschen umsehen. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Obwohl, gut, ein bisschen zu trinken könnten wir noch. Ja, das könnten wir mal trinken. Dann sollte das auch in Ordnung sein hier mit unserem Durst. Jo, da sieht man's. Wir könnten uns die hier mal ansehen, was... Was ist denn hier eigentlich los? Hier sind ein paar Hühner.
Niedliche Tiere. Ach ja, und... Okay. Die können wir aktivieren. Was passiert denn dann? Na, irgendwie nichts. Passiert nichts, liebe Freunde. Das macht gar nichts. Wenn wir da drauf rumklicken. Nun gut. Ich werde jetzt in Zukunft auch versuchen, die Folgen ein klein wenig kürzer zu machen. Nicht irgendwie eine halbe Stunde oder so, sondern ja, möglichst 20 Minuten, 25 Minuten. Weil ich habe gemerkt, irgendwie die Fahrauszeit, die wird schon ziemlich extrem. Wenn wir denn eine halbe Stunde irgendwie hier spielen. Deswegen werde ich die ein bisschen kürzer fassen. Dann kann ich die auch ja, schneller produzieren. Ich kann die schneller rendern lassen und natürlich auch schneller hochladen. Und ich denke, das ist für uns alle von Vorteil, wenn wir das so machen. Weil teilweise habe ich da so ein bisschen Probleme mit dem Hochladen, weil es dann doch gerne mal 80 Minuten oder 100 Minuten dauern kann. Und manchmal, wenn sehr viel los ist, tja, dann kann so eine halbe Stunde auch gerne mal 4,5 Gigabyte betragen. Und das ist so ein bisschen viel. Das ist auch viel beim Hochladen, da dauert das dann schon eine ganze Weile, bis das oben ist und natürlich auch fertig verarbeitet ist. Und je länger wir dafür brauchen, desto länger dauert das dann auch, bis ihr das sehen könnt. Also, ja, denke ich doch mal, dass wir die hier dann auch schon ein bisschen kürzer machen. Immerhin haben wir auch jetzt anständig was gemacht hier. Und ich denke, wenn wir das denn jetzt auch noch schaffen, hier alles zu verkaufen bei Balathor, dann hätten wir eigentlich auch alles für diese Folge geschafft, was wir uns vorgenommen hätten. Was ich hier mir vorgenommen habe zu schaffen in dieser Einfolge, und dann müssen wir das auch nicht unnötig strecken. Nicht wahr, liebe Freunde? So sieht das aus. So, und Balathor, der sollte doch jetzt hier langsam mal geöffnet haben. Immerhin haben wir es jetzt 8 Uhr und ein paar Minuten. Okay, er hat nicht geöffnet. Wo ist er denn? Ach, liebe Freunde, das gibt's doch nicht. Oh, da hat er gerade geöffnet. Dann ist ja... Let me know if you see anything you like. Dann ist es ja herrlich. So. Juhu. Gut, Balathor. Everything's for sale, my friend. Everything. If I had a sister, I'd sell her in a second. Ja, das glaube ich dir gerne. Was habt ihr zu verkaufen? Take a look. So. Den verkaufen wir ihm mal. Die Travel Cloak Linen. Ganz aufpassen hier für mich. Die hat nämlich den gleichen Namen. So. Ganz vorsichtig. Zack. Dass wir hier nicht irgendwie etwas verkaufen, was wir hier nicht verkaufen wollen. Es ist mir nämlich schon oft genug passiert. So, ja. Mhm. Der verkauft Skooma. So, Balathor, das hätte ich jetzt nicht von dir gedacht. Dass du ja so einer bist. Na gut, kaufen wir uns noch einmal eine Potion of Minor Healing. Und ja, dann hätten wir es eigentlich, ne? Mal gucken. Achso, ja, das sind die Briefe. Nee, die wollen wir nicht verkaufen. Do come back. In Ordnung. Oh Mann.
Da haben wir aber was richtig Schönes jetzt geschafft, liebe Freunde. Wir haben endlich einen vernünftigen Cloak. Mit dem sehen wir auch richtig schick aus, muss ich ja wirklich sagen. Müssen wir ja alle zugeben, das sieht wirklich schick aus. Shiny trinkets for your good lady. So. All crafted by the great Aeorlan Greymane himself. Hm. Ja, und dann würde ich doch mal sagen, sehen wir uns auch in der nächsten Folge. Wenn es erneut heißt Skyrim, ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet.